Hallöchen und willkommen zurück hier in Ditchwater bei einer neuen Runde Anno 1800. Wir spielen weiter Kampagne in unserer kleinen, schönen Gemeinde. Und wir haben hier eine Quest anscheinend, eine Einwohneraufgabe. Aber ich habe da eine Bitte. Sie möchte uns eine Lieferaufgabe anbieten. Dann gucken wir mal, was sie möchte. Ehrliche Arbeit für Sie. Für 15 Tonnen Holz, kein Ding. Sind Sie bereit? Ja, bin ich. Wir werden auf Sie anstoßen. Dafür gibt es eine Maat, die hat Navigation und Kampfkraft und Selbstreparatur Plus, okay. Wo ist die Items? Kann ich die auf mein Boot einfach ziehen? Ja. Das geht auch noch wie früher. Jetzt haben wir hier Selbstreparatur plus 100%, Navigation plus 10 und 5 Kampfkraft. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Nein. Stopfst du die ganzen Löcher in deinem Plunder etwa selbst? Ja, mache ich. Ich habe kein Geld. Wäre ich von dir abhängig. Haben wir jetzt keine Firma Kleidung? Ne, wir haben nur dreimal. Okay. Haben sie gerade wieder eins verbraucht. 110 Bauern. Eigentlich hier kein Grund, hier Trübsal zu blasen. Das erste Arbeiterhaus. Das sieht ja nicht schlecht aus, ne? Das hat schon was. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Ja, ich habe einmal was geschafft. Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, 4 Säcke und zwar volle. Das ist ja ein Typ, ey. So, wir können aber noch einen Schäfer bauen. Nicht einen Schäfer, eine Weberei, denke ich mal, oder? Ist das eine Weberei? Was steht denn da? Ja, Weberei, okay, richtig geraten. Die brauchen natürlich Wolle, die kommt gleich. So, wir brauchen 150 Arbeiter, das heißt, wir müssen hier ein paar Gebäude upgraden. Aber dafür brauchen wir noch mehr Arbeitskleidung. Dann ist ja gut, dass wir jetzt noch die zweite Weberei gebaut haben. Dann müsste das eigentlich klappen. So, was gibt es hier Schönes? Feuer gelöscht. Ditchwater hat eine neue Attraktivitätsstufe erreicht. Okay. Wir sind ein wunderliches Dorf. Attraktivität 258 von 450. Können wir die hier mit steigern? Baukosten. Wir machen hier noch so ein bisschen, ne? Brunnen hin. Ein bisschen Hecke. So, da wollte ich keine Hecke haben. Da soll eine Baumreihe hin vielleicht. So, eins Abstand. Eins Abstand. So ein bisschen Deko kann man ja mal bauen. Sieht es ein bisschen grüner aus. So, ja, das sieht doch gut aus. Gibt es noch irgendwelche Plätze, die ich bauen kann? Ne, nur ein Brunnen, Gebüsche. Okay. Hier mit Kutschennetz. Was ist hier los? Feierabendglocke. Die haben sie gut aufgeforstet. Und es wird schön Holz gefällt, das passt. So, jetzt können wir wegmachen. So, Arbeiter, jetzt... Das bedeutet uns viel. Nee, jetzt können wir. Jetzt haben wir genug. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. So. Ehrliche Arbeit. Ehrliche Mehr Arbeit. Wollen wir nicht. Wurstwaren. Ausbauen. Ah, okay, da kann ich so klicken. So, dann bauen wir hier noch aus. Da noch aus. So, die Schuld ist offiziell. Der Onkel Edward, der will wieder irgendwann was. Was ist hier los? Keine Straße. Richtig gut gebaut, Robert. Richtig gut. Fehlende Waren ist fehlt am Fisch. Ja, Fisch haben wir eigentlich genug, oder? Ja, das passt, das passt. Wir brauchen Ziegelstein. Wo kann ich das denn jetzt bauen? Ah, hier unten. Arbeiter. Okay. Und hier haben wir Ziegelsteine und Wurst. Würstchen. Da brauchen wir eine Lehmgrube. Dann brauchen wir noch Straßen dafür. Kann man Brücken bauen? Ja, Brücken gibt es schon. Setzen wir hier hinten dran. Was ist das Schönes? Eine Handelskammer. Okay. Spiel gespeichert. Ist immer gut. Brauchen wir noch ein Lager. Und dann natürlich noch die Ziegelei.
Gibt es da ein Limit fürs Leben? Ne, ist unbegrenzt anscheinend. Am liebsten wäre mal noch eine Ziegelei, aber wir haben nicht genug. Das ist alles zu weit weg. Wir können auch die Gebäude abreißen solange. Hier gibt es Öl, hinten ist aber keine Ruine. Hier ist keine Ruine mehr, haben wir alles fertig. Hier ist noch Ruin. Die können wir noch einsammeln. So, Wurstwaren, was braucht man dafür? Eine Schweinezucht und natürlich eine Metzgerei. Hier haben wir unsere Schäfer, hier haben wir unsere... Ich könnte ich noch hier mit hinbauen eigentlich. Oh, die brauchen 5 solche. 5 Ställe. Wobei hier sind es keine Ställe, hier ist alles noch Freilandhaltung. Hier gibt es noch glückliche Schweine. Mit vielen Türmchen. So, dann bauen wir noch eine Schweinezucht. So, hier hin, dorthin. Das passt da nicht hin, schade. Dann machen wir das noch hier hinten mit hin. Zack, zack. So. Und natürlich noch eine Metzgerei. Müssen wir diese Straße wegreißen, die brauchen wir nicht. Oder wobei, wir können jetzt hier noch eine Straße ziehen. Für die Metzgerei. Und es fehlt an Bauern. Wir brauchen mehr Bauern. Hier kriegen wir keine Häuserreihe mehr hin. Dann bauen wir noch ein paar Bauernhäuser. So, hier noch eine Straße. Und hier setzen wir auch noch ein Haus wenigstens hin. Und wir haben kein Holz mehr. Hier haben wir schon eine Blaupause. Weil wir nicht genug Arbeiter haben. Es fehlen überall jetzt Leute. Sägewerk. Wir könnten noch ein Sägewerk bauen, weil wir haben genug Holz. Natürlich haben wir keine Arbeit, aber trotzdem können wir ein Sägewerk haben. Das setzen wir, das passt hier hin. Oh, da muss ich niesen. Ich hoffe, es hat man nicht so dolle gehört. Es fehlen 59 Bauern noch. Kann ich schon bauen? Ne, ich brauche 2 Holz. Aber die brauchen echt immer viel, ne? Die brauchen 30 Bauern, 30 Bauern und hier. Die haben wir noch gar nicht gebaut. Plus 10 Erfahrung. Müssen Stufe 2. Sehr gut. Spielzeit 36 Minuten. Gesamtbevölkerung 402 von 800. Einfluss plus 10. Hier gibt es schön Lehm. Ziegelsteine, Lehm. Also passt das. 1:1 anscheinend. Hier ist es dann auch 1:1. Hier ist es auch theoretisch 1:1. Das nehme ich zu. Überall bis jetzt noch 1:1. Okay. So, jetzt können wir hier erstmal das ganze Holz noch einsammeln. Dann müssen wir nicht so lange warten auf Holz. Die Ziegelsteine nehmen wir noch mit. So, da sparen wir nämlich noch ein bisschen. Zack, Hütte upgraden. Hier die Blaupause fertig machen. Und wir brauchen von allen. Ich brauche viel mehr Leute. So, kommt hier nochmal so ein 8er Block hin. Ich hätte gerne noch so ein paar schöne 3x3 einfach nur Attraktionen oder sowas. Das wäre lustig. Aber die muss ich mir erst kaufen, wie es aussieht. Also mit natürlich Ubisoft In-Game Erfahrungswährung. Nicht mit Echtgeld, zum Glück. So, dann brauchen wir noch ein paar, noch viel mehr Bauern. Das hilft alles nichts. Das kommt noch. Das kommt noch. Das passt soweit. Feuerwehr. Hier hinten wird es ja nicht brennen, oder? Feuerwache. Brandwahrscheinlichkeit ist gering. Es mangelt an Arbeitskraft. Kann nicht mobilisiert werden. Okay. Wartet auf Mobilisierung.
Okay. Ich werde jetzt das noch upgraden. Ne, kann ich auch noch nicht. Da fehlen mir noch Lehm. Wir sind versteckt, die Flaschen. Der Boss kommt. Oh, hier trinken wir doch. Der Boss ist da. So, Bauern habe ich jetzt genug. Aber gleich wieder weniger. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. Sehr gut. Sie war vor den Vögeln wach, okay? Oder war sie vor den Vögeln wach? Ha. Es wurde auch Zeit. Es fehlen immer noch Leute in Ditchwater. Was ist hier? Warnung. Mangelt es an Bauern? Ich weiß Bescheid. Ich bin dabei, das Problem zu lösen. Und wir kommen ja langsam an die 150 Arbeiter. Alles im Lot, sage ich. Alles im Lot, sinkt im Boot. Und es kommen die ersten Wurstwaren an, das ist sehr gut. Das kann ich noch nicht upgraden, würde ich gern machen. Aber ich kann nicht. Bretter werden weniger, das ist klar. Holz nimmt immer noch zu. Obwohl wir jetzt schon zwei Sägewerke haben. Aber ich brauche noch mehr Bevölkerung. Gut, hier kommen ja noch Leute. Zufriedenheit. Sehr schick. Und bei euch das gleiche? Ja, ne, 20 nur. Was braucht ihr nachher noch Schönes? Eine Kirche und Bier. Bier ist immer gut. Ditchwater, 3 Lehmvorkommen, 2 Eisen. Ah, hier ist alles aufgelistet. Wir haben Salpeter, wir haben Trauben, wir haben Getreide und wir haben Kartoffeln. So, nee, das ist 1:1, okay. Ja, da würde ich am liebsten noch eine Lehmgrube haben. Aber ich habe nicht genug Arbeiter. Die reichen dann immer noch nicht für noch eine Lehmgrube. Aber ich würde sagen, ich baue noch eine. Was soll's? Wir machen noch hier hinten noch mal ein bisschen mehr Leben. Aber erstmal nur alles per Blaupause. Bringen die das jetzt gleich dorthin oder bringen die das erst ins Lagerhaus? Das ist jetzt die Frage. Wir setzen es einfach hier mit dran. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Wir sind eine Hafenstadt, sehr gut. Und wir müssen auf unseren Onkel Edward warten, der wieder Geld haben will oder irgendwas. Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Das ist sehr gut. Neue Gebäude wurden freigeschalten. Wir haben jetzt diese Kirche. Wir haben ein Segelwerkstatt und einen kleinen Hafen. Meine wertlosen Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt bring mir Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen. Hey, Freund. Offensichtlich hat Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. So, aber erstmal wollte ich ja die Lehmproduktion voranbringen. Jetzt reicht es dafür nicht mehr. Doch, reicht. Sehr gut. Und wir brauchen wieder mehr Arbeiter. Hey, war ja klar. Ist noch Platz? Es kommen noch ein paar, ne? Aber es sind zu wenig. So, wir haben kein Holz mehr. Haben aber jetzt schon 2 Sägewerke. Es müsste eigentlich mit dem Holz vorangehen. Aber wir bauen jetzt auch halt sehr, sehr viel. Können wir mal ein bisschen reinzoomen und hier auf die Kartoffelfelder gucken. So viele Bauern. Es war halt noch Manpower angesagt, ne? Damals. 1800. Hier die Schweine, die suchen sich schön. Die haben richtig Spaß. Und wie sucht der hier noch Plätscher? Und sieht den Regen, das ist schön. Es müssten noch die Straßen schlammiger werden. Das wäre noch cool gewesen. Spielstand gespeichert, danke.
Hier fehlen Leute, hier fehlen überall Leute. Ja, das ist mir bewusst. Kein Lagerhaus? Wo sollen wir den ganzen Kram hinbringen? Ihr kommt nicht so weit. Brauche ich noch ein Lagerhaus? So, dann können wir hier noch ein Lagerhaus hinstellen. Was soll's. Und wir brauchen noch mehr Arbeiter. Nicht genug Holz. Aber es kommen ja auch noch welche an. Das dauert halt nur länger. So, jetzt können wir wieder eins upgraden. Fehlen nur noch 34 Arbeiter. So, was kostet denn die Segeltuchfabrik? Die kostet 8, meine Güte. 8 Holz und 10 mal Leben. Leben haben wir genug, aber Holz ist gerade Mangelware. Gibt es noch irgendwelche Ruinen zum Abreißen für Holz? Nee. Hier haben wir nochmal Leben. Was haben wir hier? Zement. Kupfer. Nochmal Zement. Hier haben wir Eisen und nochmal Eisen. Okay, sehr schön. Also Vorkommen gibt es anscheinend genug. Und Zinn. Zink. Nicht Zinn. So, wir können wieder ein Gebäude upgraden. Oder auch zwei. Ein, zwei werde ich noch upgraden. Wir können ja mal gucken, wie unterschiedlich die aussehen. Also nach ranzoomen, es sieht schon echt gut aus. Mit den Schornsteinen, die alle so schön rauchen. Die Kutschen, die hier langfahren. Hier wird noch die Kuh über den Feldweg getrieben. Das ist schon schön. Noch die Uferküste, wie das Meer rauscht. Da kommt so ein richtiges Hafenfeeling auf. Hinten im Hintergrund unsere Lehmfabriken. Hier unsere Kartoffel, da hinten sieht man nicht so viel. Raus auch viel Trubel. Und wir zoomen wieder raus. Und bauen noch ein Arbeiterhütchen. Jetzt haben wir wieder genug Arbeiter. Brauchen natürlich jetzt noch eine Schäferei. Schade, dass sie das nicht noch dran schreiben, wie viel man dafür braucht. Ne? Da gibt es ja wieder externe Seiten, wo man gucken kann, was man dafür braucht. So, die bauen wir noch hier mit hin. Nochmal drei Felder dazu. Und hier müssen wir eh noch warten, denn wir brauchen mehr Holz. So, und es gibt ja auch diese Pflasterstraße. Sind da die Kutschen vielleicht ein bisschen schneller? Hier Feuer oder? Oder einfach nur mal so. Ah, die reparieren den Wagen. Wir machen erstmal hier Pflasterwege. Gleich mit Gullideckel, okay. Eigentlich müsste ich erst hier in der Stadt, ne? Aber das lohnt ja eigentlich nicht. Denn hier sind die ganzen Kutschen unterwegs. Und wenn die schneller sind, kriegen wir eher Waren. So, dann können wir jetzt endlich unsere Tuchfabrik bauen. Oder Segelfabrik. Und brauchen natürlich wieder Arbeiter. Ey, war so klar. Herrlich. Herrlich, meine, ne? Sag was, komm. Sprich mit mir. Langeweile bringt einen auf die falschen Gedanken. Hier können wir noch einen Monat Abstieg. Okay. Gibt's hier nicht. So, da können wir jetzt Segel produzieren, aber erstmal hier fehlt... das Material aus. Ja. Und was ist hier los? Zu viele Transporter, hier müssen wir upgraden. Können wir aber nicht. Kostet 20 Holz und 20 Lehm. Und unser Geldvorkommen ist auch nicht so toll gerade. Einfluss haben wir jetzt schon 110. Einfluss der Bevölkerung 10 und meiner ist glaube ich 100, ne? Spielstand gespeichert. Das ist sehr gut, danke. Zack, ich hab nochmal upgraden. Die brauchen jetzt schon Brot und halt die Kirche.
Ja, so viel Materialien habe ich nicht. Erstmal upgraden hier. Gebäude upgraden. Jetzt brauchen wir noch Bauernhäuser. Also Bevölkerung ist ja echt, ne? Das ist ein Problem. Hier machen wir es so. Kommt noch eine Baumreihe hin. Hier machen wir ein bisschen noch rundherum. Was gibt's hier? Seife. Hm, schöne alte Kernseife. So, ein paar Bäumchen noch gepflanzt. Nehmen wir Feuerwehr, das sieht dann besser aus ein bisschen. Ja, das sieht schön aus. Was gibt's hier vorne? Schlaglöcher. Die müssen erst hinten raus, hätte vielleicht das Gebäude drehen müssen, aber es geht ja nicht mehr. Auf jeden Fall schön animiert. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei einer Erweiterung unter Anno 1800. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob.